Valve hat Half-Life Alyx offiziell vorgestellt, Amazons Streaming-Dienst könnte schon nächstes Jahr starten und der Chromecast Ultra überhitzt bei Stadia-Nutzung. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Gestern Abend wurde Half-Life Alyx offiziell vorgestellt. Wie bereits angekündigt war, handelt es sich dabei um ein umfangreiches VR-Spiel zur Half-Life-Serie, das bereits im März 2020 erscheinen soll. Es erscheint exklusiv für Steam VR und unterstützt Valve Index, HTC Vive, Oculus und Windows MR. Es wurde nochmals bestätigt, dass es sich dabei um ein reines VR-Spiel handelt und keine Tastatur- und Mausunterstützung bekommen wird. Man wird auf jeden Fall VR-Controller brauchen, da man die Hände benutzen muss, um zum Beispiel Waffen abzufeuern und nachzuladen. Im Trailer sehen wir bereits die typische postapokalyptische Spielwelt und auch alte Bekannte wie der Combines-Soldat und der Facehugger und auch G-Man, der mysteriöse Antagonist, kehren zurück. Wie der Name vermuten lässt, spielen wir dieses Mal Alyx. Zeitlich spielt die Story zwischen dem ersten und zweiten Half-Life. Alyx ist eine Wissenschaftlerin und kämpft gemeinsam mit ihrem Vater Dr. Eli Vance gegen außerirdische Eindringlinge. Zusätzlich zur Kampagne wird es außerdem einen Level-Editor geben und weitere Infos gibt es natürlich auf gamestar.de, den Link zum Artikel in der Videobeschreibung. You will not save him. Alyx Vance alone cannot prevent his fate. Bereits vor ein paar Monaten gab es erste Berichte darüber, dass auch Amazon an seinem eigenen Games-Streaming-Dienst arbeitet. Ein neuer Report von CNET berichtet nun darüber, dass der Dienst bereits kommendes Jahr starten könnte. Der Service soll über die Amazon AWS Cloud laufen und es wird eine Integration mit der ebenfalls zu Amazon gehörenden Streaming-Plattform Twitch geben. CNET berichtet außerdem, dass Amazon derzeit nach neuen Mitarbeitern sucht. Die Stellengesuche lassen ebenfalls darauf schließen, dass die neuen Jobs etwas mit dem Streamingdienst zu tun haben könnten, wenn sie es auch nicht direkt erwähnen. In nur 3 Tagen wurde Pokémon Schwert und Schild weltweit 6 Millionen Mal verkauft. Alleine 2 Millionen Kopien wurden in Japan verkauft. Das bedeutet, dass jede 20. Switch-Konsole in Japan Pokémon Schwert und Schild spielt. Damit legt die neueste Iteration der Reihe einen deutlich besseren Start hin als der Ableger Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu, das sich in der ersten Woche 3 Millionen Mal verkaufte. Und auch besser als Super Smash Bros., das in der ersten Woche etwa 5 Millionen verkaufte Exemplare verzeichnen konnte. Auch bei den Kritikern kommt es sehr gut an. Auf Metacritic hat Pokémon Schwert eine Gesamtwertung von 81. Die Kollegen von GamePro.de haben dem Spiel eine 91 gegeben. Dort findet ihr übrigens auch einen ganzen Haufen an Tipps und Tricks und Kuriositäten. Zur Übersicht geht's über den Link in der Videobeschreibung oder über die Infobox hier oben in der Ecke. Rocket League verabschiedet sich von den Lootboxen und Keys. Sobald das neue Update am 4. Dezember live geht, wird es sie im Spiel nicht mehr geben. Stattdessen wird es Blueprints und Credits geben. Im Shop kann man dann außerdem eine wechselnde Auswahl an verschiedenen Items wie bemalten Wagen, Spielerbannern, exotischer Bereifung oder Zielexplosionen kaufen mit den eben schon genannten Credits. Jeder Key, den ihr zum Zeitpunkt des Updates noch in eurem Inventar habt, wird in 100 Credits umgewandelt. Neben dem Ingame-Shop kann man die außerdem nutzen, um aus Blueprints Items zu generieren oder um auf Rocket Pass Premium abzugraden. Die Credits wird man außerdem auch kaufen können, so wie früher die Keys. Der Chromecast Ultra, der Stadia Founders Edition beiliegt, könnte während des Spiels zum Überhitzen neigen. Das jedenfalls berichten zahlreiche User auf Reddit. Sie schreiben, das System geht einfach aus und wenn sie es berühren, fällt ihnen die extrem erhöhte Temperatur auf. Das Community Management von Google hat sich bereits zu Wort gemeldet und gesagt, dass es ganz normal ist, wenn das Gerät bei Benutzung warm wird. Man habe die Hardware extensiv getestet, inklusive langer Spiele-Sessions mit Stadia und hätte keine Probleme mit dem Gerät festgestellt. Allerdings hat nicht nur der Thread-Ersteller das Problem, dass sein Chromecast Ultra sich mitten im Spiel abschaltet, sondern eben auch zahlreiche weitere Kommentatoren. Andere berichten auch, dass ihr Chromecast bereits vor Stadia bei langen Netflix-Abenden irgendwann einfach ausgegangen sei, weil er zu heiß gelaufen ist. Wir haben bei Google um ein Statement gebeten. Dort wurde uns nochmal bestätigt, dass es kein Problem mit Überhitzung beim Chromecast Ultra gibt. Mehr Details zum Thema und das vollständige Statement gibt's bei GameStar Hardware. Den Link zum Artikel findet ihr in der
der Videobeschreibung oder hier oben in der Infokarte. Die Kollegen halten euch außerdem auf dem Laufenden, falls es etwas Neues gibt. Und zum Abschluss noch ein kleiner Teaser, denn Sam Lake befindet sich wieder in der Schreibstube, wie er auf Twitter bekannt gibt. Sam Lake ist ein finnischer Autor und Schauspieler, der hinter Max Payne und Alan Wake steht. Auch die Story von Control stammt aus seiner Feder. Nachdem rund um Control bereits Gerüchte um ein neues Alan Wake laut geworden sind, könnte es durchaus sein, dass Sam Lake in diese Richtung unterwegs ist. Noch ist das Projekt aber streng geheim. Und damit neigen wir uns dem Ende zu, aber am Freitag gibt's natürlich wie immer erstmal noch die kostenlosen Spiele. Vom Epic Game Store bekommt ihr ab heute Bad North geschenkt, ein minimalistisches Echtzeit-Taktik-Roguelike-Spiel. Es hat eine charmante Ästhetik und eine einfache, übersichtliche Steuerung, aber eine überraschend tiefe Kampfsimulation. In diesem Spiel müsst ihr eure zufällig erstellte Insel gegen einfallende Wikinger verteidigen. Wer Rainbow Six Siege noch nicht ausprobiert hat, der kann das dieses Wochenende tun. Der First-Person-Taktik-Shooter hat genau zu diesem Zeitpunkt außerdem ein neues Mini-Event, basierend auf der Netflix-Serie Money Heist. Auf Steam könnt ihr dieses Wochenende Prison Architect ausprobieren. Dabei handelt es sich um ein Aufbau- bzw. Management-Spiel, in dem ihr, wie der Name schon sagt, ein Gefängnis aufbauen und leiten müsst. Dazu gehört natürlich auch die Stromversorgung und die Ausstattung, aber auch Gefängnisausbrüche und Revolten. Ebenfalls fürs Wochenende kostenlos auf Steam ist Warhammer Vermintide 2, ein First-Person-Hack-and-Slay, in dem wir uns in Koop in die Schlachten gegen die Skaven-Rattenmenschen werfen. Weiter geht's mit Street Fighter 5, ebenfalls dieses Wochenende kostenlos auf Steam. Viel zu erklären gibt's da wohl nicht, aber für alle, die die Reihe immer noch nicht angeschaut haben, ist das jetzt wohl der perfekte Zeitpunkt, um's auszuprobieren. Und auch Memories of Mars könnt ihr dieses Wochenende kostenlos ausprobieren, allerdings erst ab Freitag 19 Uhr. Das Spiel befindet sich derzeit noch im Early Access. Es handelt sich um eine Survival-Aufbausimulation, die uns eine interessante Zukunft 100 Jahre von heute auf dem Mars zeigen möchte. Humble Bundle verschenkt dieses Wochenende das 2D-Action-Spiel Serial Cleaner. Es handelt sich dabei um ein Stealth-Game, in dem ihr einen Mafioso spielt, der Gegner umlegt, Leichen wegschleift und Beweise verschwinden lässt. Das Angebot gilt noch bis Sonntag. Und die Leute von Indiegala verschenken nur heute den Adventure-Plattformer mit Rätselelementen Dreaming Sarah. Sarah liegt im Koma und der Spieler muss ihre Träume erforschen, um sie aus dem Koma aufzuwecken. Und auch für Consoleros gibt's wieder was kostenlos dieses Wochenende. Wer eine Xbox One oder PlayStation 4 besitzt, der kann bis Sonntag ganz unverbindlich in Borderlands 3 reinspielen. Solltet ihr euch das Spiel am Ende kaufen wollen, könnt ihr euren erspielten Fortschritt aus dem Testwochenende außerdem mit ins Spiel nehmen. Das war's dann für heute und für diese Woche. Ihr könnt übrigens noch bis Montag bei unserer Verlosung mitmachen. Wir verlosen im Moment eine RTX 2070 Super Grafikkarte von Asus. Links natürlich in der Videobeschreibung. Vergesst nicht zu abonnieren. Am Wochenende kommen nämlich auch wieder ein ganzer Haufen spannender Videos von uns. Außerdem könnt ihr euch hier unsere Analyse zur aktuellen Pokémon-Problematik anschauen. Und hier geht's nochmal zum Test von Schwert und Schild. Ich wünsche euch ein wunderschönes und entspanntes Wochenende. Viel Spaß und guten Loot.